So Leute, heute gehen wir wieder eine Runde jagen. Dieses Mal nicht in Hirschfelden, sondern in Balmont. Das ist, glaube ich, irgendwo. Nein, da sieht man das eher aus. Ich bin ja ganz kurz berühmt gelaufen, weil mich hier irgendwelche Drecksstockenten komplett auf den Sack gegangen sind. Die kann man zum Glück auch jagen. Also wenn ihr mir noch, also Ansage ist raus, wenn ihr mir noch mehr auf den Sack geht, Junge, dann jage ich euch bis zum geht nicht mehr. Besondere an dieser Map ist, dass wir hier Bären jagen können. Und so sieht's aus. Wir werden versuchen, heute mal einen Bären zu jagen. Alles klar. Moin Meister. Geht's? Ein Schuss in den Kopf. Es war doch bestimmt gerade wieder so ein Kieferschuss, oder? Weil da vorne humpelt es doch. Ich hab's doch gerade gesehen, ja, da vorne. Ja. What? Eine Frage, wie viel hält eigentlich so ein Vieh aus? Da vorne ist gerade in den Wald rein. Na gut, du liegst eh gleich irgendwo. Ich würde sagen, wir entdecken erstmal diese kleine Map. Und zwar können wir da vorne erstmal zu dem Aussichtspunkt hingehen, weil dort decken wir wie immer mehr Zeug auf der Map auf. Und vielleicht hoffentlich so ein Haus wie das letzte Mal, damit wir uns da wieder respawnen können, ausruhen können. Da vorne läuft wieder weg. Da vorne läuft wieder was. Alter. Okay, ich spawn gefühlt immer in irgendeinem Rudel, was ich am Anfang gleich komplett wegschießen kann. Ja, sei wie sei. Wir laufen einfach mal zu diesem Aussichtsturm hin. I don't know, aber... Ich hab keine Luft mehr! Ich hab's so weit verzogen, das ist... Da ist... Darauf. Schwarzwedelhirsch sind das, alles klar. Na gut, weiß ich Bescheid. Man kann gefühlt an nicht einmal ordentlich anmoderieren, bevor man hier irgendein erstes Tier sieht und... Damit ist mein Handy jetzt auch ausgefallen. Ja, sehr gut. Moin! Was geht? Ja, ich habe nicht getroffen, aber... Erstmal ein bisschen rumtraben, genau. Ich wollte eigentlich gerade fragen, warum gibt es eine Zugschiene, aber wenn du dich bereit erklärst, ich habe voll gegen den Stein geschossen, einer mal mir über den Weg zu rennen, dann gerne. Was war das denn gerade? Alter, was ist denn heute los hier? Da ist schon wieder was. Aber diesmal habe ich nicht mehr ansatzweise getroffen. Ich muss dich nachladen, ne? Weiter auch sonst. Also mir ist ja heute schon vieles über den Weg gelaufen. Erst finde ich am Anfang ein Stockende. Dann laufen mir jetzt gefühlt zwei Rudel von diesen Schwarzwedelhirschen über den Weg. Was kommt als nächstes? Eine Horde Braunbären? Und ein Kojote. Alles klar. Hey, klick auf, du auch noch. Also heute geht's wirklich ab, also... Ist best, wenn wir noch so eine Ente aus dem Flug erwischen. Komplett runterschießen. So, jetzt sind wir oben. Ich muss sagen, es ist eine extrem weite Aussicht, was man so sehen könnt. Begutachten wir nochmal. Schön. Okay, also wie ich sehe, gibt es da vorne viele Seen und Teile. Jawohl, jetzt haben wir mehr aufgedeckt. Jawohl. Da haben wir gleich wieder so einen Außenposten, sehr gut. Da begeben wir uns gleich auch wieder mit hin. Ich würde sagen, wir können uns ja nochmal ganz kurz hier oben auf diesen Aussichtsturmpel umgucken. Alter. Holy moly. Okay. Das ist krass, jetzt hier liegen ein paar Paletten. Eigentlich schlecht. Aua. So. Da sieht aus, wie wir da rein können. Jo, alles klar. Was gibt's denn hier so zu lesen? Dream Lodge. Looking for your Dream Lodge. Oh. Hä? Contact US, alles klar. Okay. Alles klar, hier plant anscheinend jemand irgendwas. Ich kann mal kochen. Ich kann was anbraten, so. Wunderschön. So, jetzt wollte ich aber sagen, laufen wir mal zu diesem Außenposten hin und gucken, ob wir vielleicht irgendwelche neuen Informationen bekommen, finden oder vielleicht uns nochmal zwei Braunbären über den Weg laufen. Man weiß ja nie. Uns ist ja gerade gefühlt zwei Horden von dem Schwarzwedelhirschen über den Weg gelaufen. Hi ho, hi ho. Wir sind verglückt und vor.
hi-ho, 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 meine Mutter stinkt nach Klo. Lalalalalala. Schneiden wir raus. Hey, schon wieder Vorspuren, Fußspuren vom Schwarzwildhirsch. Jawohl. Als ob ich nicht schick genug von dem heute gesehen haben werden. So, ach scheiße. Ich hab bei Henno gesehen, damit sie irgendwo irgendwie so einen kleinen Bobbygras hatten, womit die so komplett schnell sich fortbewegen konnten. Ich einfach nicht. Danke dafür. Och. Och, nö. Das ist doch jetzt wieder ein schlechter Scherz, Alter. Aber ich hab wirklich Atem mehr. Es ist doch... Ja, zwei! Was auch sonst? So. Ich hab ja kein Atem! Ruhig dich, Junge, ganz ruhig. So, probieren wir es nochmal. Ich hab's nicht getroffen. Gut, damit lassen wir das dann auch sein. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Getrennt. Die Verbindung zum Steam-Server wurde getrennt. Das Spiel wird jetzt geschlossen. Vielen Dank. So schlechter Scherz. Okay, warte, wir starten nochmal. Eine Ewigkeit später. Wir spawnen wieder am Anfang? Okay, aber wir haben die Map ansonsten doch noch aufgedeckt. Och. 1,15 Kilometer? Oh, ich hab jetzt keinen Bock mehr, Alter. Oh, Perihase, alles klar. Was kommt noch? So wie es aussieht, könnte man hier die Vögel einfach abknallen. Nein! Was? Ich hab... Nee. Was? Hab ich gerade ernsthaft eine Stockente vom Himmel runtergeholt? Wo liegt das Ding? Ich will das Ding jetzt haben. Sofort. Ich hab's doch gerade selber gesehen, ob man vielleicht hier mal kurz eine Zeitlupe... damit das Ding schön nach unten gegangen ist. Nur ich find's nicht. Aber gut zu wissen. Ah ne, ich find's wirklich nicht. Na klar, dann laufen wir weiter. Weil das hier, boah. Schwarzbär. Gerade eben. Wir gehen jetzt auf Schwarzbärjagd. Okay, Tryhard-Modus incoming. So, jetzt geht's los. What? Alter, wir haben heute wirklich gefühlt alles in dem Game durchgespielt. Ich treffe zwei Hirschherden, Präriehasen, Kojoten. Dann hole ich noch so eine Stockente vom Himmel. Alles klar. Game durchgespielt, würde ich sagen. Hier, gerade eben Lösung. Jetzt muss ich aber gucken, warte mal. Ich habe die Spur gerade ein bisschen wieder verkackt. Da dann. In die Erde vorne sind sie. Jetzt ja gerade eben, okay, also ist das Ding. Die Traben, okay, gut, das Ding hat mich gehört. Holy moly. Okay, warte, ich hole mal meine Flinte raus. Es kann sein, damit das Ding gleich irgendwo im Gebüsch rumhockt. Und mich gleich komplett. Wegfetzt, weil ich glaube, jetzt ist die Lebensanzeige da unten nicht umsonst. Ich höre was. Da vorne. Ach du schon wieder. Versammel jetzt nicht meine komplette Jagd, Alter. Ich verliere viel zu viel Zeit, weil immer die Spuren auf einmal weg sind und wieder da. Vorne war ein Schwarzbär. Okay, jetzt in die Auge gehen. Okay, jetzt wird's interessant. Entweder sehe ich den jetzt gleich, oder der rennt mich gleich komplett um. Warte mal, ich hole mal mein Fernglas raus. Vielleicht entdecke ich den ja hier irgendwo. Der Warnruf heißt auf jeden Fall, damit er uns gesehen oder gehört hat. Wenn wir jetzt das Game nochmal abschmiert, Digga, dann raste ich komplett aus. Das Ding ist, der hat sich safe irgendwie wieder verpisst. Wenn er uns gesehen oder gehört. Brummschrei. Junge, jetzt nicht! Ich bin hier gerade auf einer wichtigen Spur, Alter. So bitte. Ihr könnt da leiser machen da hinten, okay? Ich hör was. Ich hab grad irgendwas gehört. Anruf. Da vorne! Nein! Ich seh ihn.
Okay, warte, ich hab keinen Atmen. Scheiße. Das ist wirklich schwarz, also Braunbär. Lol. Ich hab grad wirklich einen Herzschlag von keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal getroffen habe, aber ich habe ihn auf jeden Fall einmal getroffen. Holy shit, steht er da. Also wenn er Bock hat, könnte er mich eigentlich easy angreifen. Ich habe ihn getroffen. Tödlicher Treffer. Nice, tödlicher Treffer. Gerade eben, ja. Okay, also in dem Game muss man wirklich die Augen offen halten wie sonst was. Deswegen habe ich eine Brille. Alter, nice. Erstmal kurz hinge... Sehr alt. Der kann... Kurz. Ja, nee, der ist ja weiter gerannt. Das ist die Spur von irgendwie länger her. Ich hoffe, da liegt hier gleich... Da liegt er! Ja! Ich hab ihn! Alter! WTF! Guckt euch das Ding an. Jetzt mache ich erstmal ein Foto. Holy shit! Alter, wir haben ihn einfach. Genau, Henno hat dafür, glaube ich, irgendwie eine Stunde gebraucht oder so. Und ich finde ihn eigentlich genau nach 20 Minuten oder so. Alter, männlich. Fellart Zimtbraun. Ja, wäre Schwierigkeit schwer, okay. Alter, ich habe ihn Lungenflügel rechts getroffen und Schulterblatt rechts. Und dann habe ich ihn noch einmal unten im Muskel. Okay, also ich habe ihn auf jeden Fall zweimal getroffen. Holy shit! Alter, nice! Annehmen. Das ist die zweite Folge der Hunter. Wir holen uns einfach einen Braunbär. Nach 20 Minuten. Ist ja so geil. Nice. Lol, in der Gegend hat da Henno und Kutscher den Schwarzbären weggemacht. Weil jemand kurz einschnitt. Alter, war das wieder. Oh, Alter, ich hab aber auch hier. Hörbienen. Sonst was. Ich wollte eigentlich nur zu diesem Außenposten hin, da finde ich aber direkt vor unserem Spawn hier einfach solche Fußspuren vom Schwarzbär. Und seitdem bin ich einfach komplett auf den Fersen gewesen. Nice one. So Leute, ich hoffe, euch hat diese kleine spannende Folge gefallen. Wenn ja, sehr gerne eine positive Bewertung. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein und Peace.